So, moin moin, herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Runde hier LDS 22, Nordfriesischer Marsch. So, wir müssen jetzt ein bisschen gucken. In der letzten Folge haben wir gesehen, wir haben jetzt eine Bohrinsel. Ja, falls ihr das nicht gesehen habt, schaut doch gerne nochmal Folge 900 in Ruhe an, wo das Ganze wie platziert wird, dann in der nächsten Version. Dann folgt natürlich nochmal wieder eine kurze Insgesamt-Info dazu. Ansonsten muss ich noch ein paar Feinheiten da korrigieren und natürlich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber an sich, das Prinzip funktioniert wohl, Platzierung funktioniert und so weiter und so fort. So, aber wir sind jetzt hier im Frühling und Frühling heißt wieder Feldarbeit. Feldarbeit im großen Stil. Das heißt, wir müssen echt mal am besten noch die zweite Sämaschine fertig kriegen, damit die loslegen kann. Wir müssen mit Heuwänden anfangen. Und wir müssen Unkraut bekämpfen und. Nährpaletten, also Bedarf haben wir auch in einigen Bereichen. Aber ist klar, wir können eh nicht alles gleichzeitig. Wir müssen jetzt ein bisschen Stück für Stück gucken. Bringen wir erstmal wieder den Anhänger hier weg. Und dann werden wir uns vielleicht mal einen Heuwender schon mal klar machen. Aber nicht mit dem großen Trecker hier, ne? Das kann eigentlich ein kleiner Trecker übernehmen. Dann ja, würde ich sagen, Hopfen, also Hopfen anpflanzen. Mais müssen wir auch noch anpflanzen. Kann ich einsteigen? Die Anhänger kennen das. Also die, ne, ich nicht. Die Anhänger kennen ja theoretisch auch kein Abwasser. Aber ich definiere in der Karte oder im Produktionspack, also ich definiere das immer an beiden Orten, falls man das Produktionspack andersweitig nutzt auf einer anderen Karte. Und zwar ist es ja so, dass eine Flüssigkeit registriert wird. Und Rohöl habe ich pauschal als Flüssigkeit definiert, logischerweise, und registriert. Deswegen wird jeder Tankanhänger, der automatisch Flüssigkeiten laden kann, wird das erkennen. Wenn ein Anhänger aber feste Flüssigkeiten definiert hat, müssen die natürlich definiert werden. Dann wird das im Zweifel nicht erkennen. Aber ich muss halt gucken, dass Methan hier noch mit reinkommt. Also Methan muss ich auch nochmal schauen, dass ich als Liquid, als flüssig definiere. Dann taucht hier unten auch ganz einfach Methan auf. Ich weiß nicht, ansonsten haben wir nur, was haben wir denn noch? Das andere ist ja bei der Tierverpflegung mit drin, ne? Die Tanks, die können das natürlich auch nicht. Die können ja eh nichts. Also in der Menge, ne? Wenn wir sehen, die können nur Wasser, Gift, Flüssigdünger und Milch. So, gut. Ist nicht das Problem. Also das kriegen wir alles hin. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Dann machen wir das einmal. Ich klicke jetzt mal wieder in Ruhe Fahrzeuge durch und wir müssen dann gucken, ne? Fast jedes Fahrzeug kriegt nachher irgendwas zu tun. Wir brauchen dann noch eine weitere Werkstatt demnächst, auf jeden Fall, weil jetzt brauchen wir viel. Immer gut, dass wir schon so viel Strom produzieren. Eure Version hat noch keine, genau. Es kann sein, wenn er nach Flüssigkeiten registriert ist, dann wird er automatisch auch roten können. Ich denke, also der Rapsbedarf ist und Sonnenblumenbedarf ist jetzt ja wirklich deutlich, deutlich reduziert. Man hat ihn aber trotzdem noch als Booster. Und man wird wahrscheinlich auch vielleicht eine Linie laufen lassen. Vielleicht nicht Schichtbetrieb noch machen, aber eine Linie laufen lassen kann nicht mehr einsteigen. Warum eigentlich nicht? Was ist das noch für ein Fehler, wenn man nicht einsteigen kann? Ich kann nur noch tappen, das war irgendwie blöd. Da hängt doch noch irgendwas irgendwo fest an. Also müssen wir die Fahrzeuge so durchtickern, bis wir immer das Richtige erwischen. Nicht ganz optimal.
müsste gehen mit dem Schweinefutter. Ja, das ist, manchmal muss man es mal versuchen. Zweimal, dreimal, aber es sollte eigentlich gehen. Ich denke, man wird wahrscheinlich Raps als Booster nutzen in der Raffinerie und trotzdem auch, oder Sonnenblumen, je nachdem was man hat, oder beides vielleicht sogar. Und zusätzlich auch noch eine Schiene laufen lassen, damit man definitiv mehr als genug Diesel hat. Aber das kann ja jeder so machen wie, ne? Wir haben jetzt auch schon so viel Raps im Boden, so dass wir wahrscheinlich auch beides machen werden. Und wenn man merkt, oh, ne, die Rapsschiene kann nicht mehr lange bedient werden. Aber ich dachte mir, so langfristig gesehen, wenn ich jetzt auch irgendwann mal eine Ölmühle haben möchte zum Beispiel, dann muss man ja dringend da vom Rapsbedarf ein bisschen runter, ne? Deswegen habe ich das jetzt erstmal Priorität oben gehabt, den übermäßigen Rapsverbrauch oder Sonnenverbrauch einzudämmen. Wänden 17 Meter. Das ist der Wegpunkt, wo auch immer das sein mag, hätte ich gar nicht ab oder einklappen brauchen, aber ja. Aus dem Logdatei einen Eintrag, dass das nicht mehr geht. Und da alles nur irgendwelche Autodrive oder Kursplay Einträge. Im Flugmodus fahre ich eigentlich schon raus. Verstärke es noch an. Flug ist aus. Ach, Flug nur. Ach, ich habe Flugzustand. Danke. Könnte es gewesen sein. Jo, danke, danke. Wir holen uns jetzt mit der jetzt die zweite Sämaschine. Auch wenn die erste gerade rumsteht und nichts tut. Die kriegt gleich was zu tun. Wenn jetzt parallel der eine fängt mit Hopfen an. Unserem neuen riesigen Feld neben der Brauerei, was dann noch zu diffamieren ist. Oh Gott, okay, gut, dass er angehalten ist. Feld 23 haben wir gelöscht schon. Dann sind sie auch, schicken wir zu 26. Das sind alles Heu für Pellets und so, ne? Deswegen mache ich jetzt mal alles Heu. Ja. Da fahren wir erstmal zum Hof voll machen, bevor wir jetzt in den Norden fahren. Kurz gucken. Ach, hier sogar ein bisschen, ne? Guck mal, fast 3000 Liter Herbizid. Gut. Ich wollte alles Mögliche, komme jetzt nicht dazu. Jetzt muss ich erstmal hier. Erstmal Feldarbeit. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen, dann können wir auch die Textilproduktion eigentlich als nächstes setzen. Weil auch da hatte ich natürlich noch die Idee, noch kleine Booster einzubauen. Saatgut habe ich hier noch nichts rübergebracht. Ne? Das ist alles in der. Hängt alles im anderen.
Gut, und dann ab zu Feld 45 oben. Oder 44, 46, muss mal kurz gucken. Ja, 46. 45 ist das große Grasfeld, 46 ist richtig. Boah, das war ja gutes Timing hier. Perfekt. Nächster Stopp. Luzerne Feld 2021, ne? Der Big M gibt echt Gas. Hast du Version 2.4.1 oder Version 2.4? Wegen dem Schafsfleisch. So. Dann haben wir das. Der kommt dann wieder zurück. Der Bohrinsel hat elektrische Ladung 19 Stunden 37. Müssen wir gleich mal gucken, jetzt haben wir gleich erst die erste volle Stunde rum, ne? Weil wir die ganze Zeit mit 0,5 gespielt haben. Natürlich auch so gut wie keine Zeit vergangen. Ataro, vielen herzlichen Dank für den Prime Sub im 31. Danke, danke, danke. Ja, sind wir eben gerade nicht gut rum. Schiebe ich noch den anderen Flüssigkeiten-Tank so blöd weg. Schlecht angebracht. Zieht schon wieder. Das muss ein bisschen gerader werden. Weiß auch nicht, hatte ich den tatsächlich dahinter noch in der Lücke, ne? Nur aber. So muss das. Passt erstmal. Dann würde ich. Der ist ja auf Pflegebereifung. Dann können wir den eigentlich erstmal für Spotspray nutzen. Ich habe noch nicht geguckt wegen Mission. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um unsere eigenen Felder kümmern. Danach können wir über Mission nachdenken. Vorher nicht. Beim Seemaschinen sind auf jeden Fall angekommen. Da sind aber noch 1000 Liter. Also, ne? Tatsächlich nicht viel. Haben wir schon gesagt, so viel brauchen wir eh nicht, aber wissen wir, was brauchen wir denn doch? War schon. Aber 4000 Liter, das wird auf jeden Fall für das Feld 29, wo wir hin müssen, ne? Ne, 32, 29 glaube ich war geflügt. Man muss zu Feld 32 sich erstmal auf den Weg machen. Monsterfeld von mit Rapshabe, sagt Bertel, ja. Aber wie gesagt, Raps ist weiter auch, ne? Ist weiter der Produktionslinie. Wenn man den einmal als Booster nutzen will für E10 praktisch, ne? Für Diesel, zwischen Punchen will den Diesel, kann man das machen damit. Also irgendwie so ein bisschen Biokraftstoff. Wenn ich rede E10, E10 ist Benzin, ne? Aber ne, ihr wisst schon, also es ist trotzdem irgendwie gepuncht ist. Und
Express hier, hier ist 26. Und es gibt natürlich trotzdem noch weiterhin auch eine Dieselproduktionslinie mit Raps. Und wenn man dann noch boostern will, dann braucht man trotzdem 3400 Liter oder so Raps pro Zyklus. Das ist nicht wenig. Ja, das Feld, keine Ahnung, wie er das jetzt am besten kalkulieren wird. Da wird er bestimmt auch nochmal irgendwo festhängen. Richtung längste Kante, ne? Das wird nochmal ein Versuch. Mir persönlich das fast egal ist, wie der Autodrive oder wie der Courseplay hier übers Feld fährt. Ich glaube, jetzt rechnet er sich gerade kaputt. Und wird wahrscheinlich gleich abschneiden, ne? Wie viel Memory er dafür braucht. Ne, er hat gerechnet. So, gut. Kurs speichern. In der Aussaat. F23, 24, 26, 15 Meter, ne? Erster Punkt, viel Spaß. Fängt er eigentlich auf Bahn an und Vorgewende kommt später. Hopfen ist eingestellt, alles gut. 46, 47, 48, könnte etwas viel über. Aber dann hast du Seil aufgefunden, ne? Hast du das Jahr danach ein bisschen Ruhe. Perfekt. Ölmühle und so weiter und so fort. Das war schon. So, hier. Das Feld hatten wir so gekauft in dem Status. Ich weiß nicht mehr genau. Hier wird auf jeden Fall auch Unkraut durchkommen dann. 46. Genau. Haben wir auch noch nichts gerechnet. Dann rechnen wir mal zwei Vorgewände auf Bahnen. Genauso. Ein Tank in Kurs generiert. Logfile können weitere Informationen enthalten. Der ist kaputt von dem anderen Kurs oder was? Oder ist der, will er dieses Feld nicht kalkulieren wegen den Feldinseln? Speichern wir lieber kurz. Bodenproben fehlen noch wo? Hier sind Proben. Eigentlich haben wir fast auf allen unseren Feldern Bodenproben. Hier glaube ich haben wir, oder? Ach doch, ist doch. Naja. Hier habe ich die richtige Frucht eingestellt, aber warum will er denn hier nicht? Eine Idee. Einen Standardhelfer machen. Dem Feld würde ich in die Richtung den Standardhelfer fahren lassen. Dann machen wir zwei Vorgewände beiden Seiten und dann lassen wir hier einfach in die Richtung Helfer fahren. Standardhelfer. Auch das neue Feld. Ja, da ist ja auch Gras auf dem Feld, ne? Neben der Bohrinsel. Müsste ja dann auch noch gemäht werden. Könnte man noch ein Heufeld draus machen. Was sagt er? Irgendwie ist irgendwas mit der Kalkulation, glaube ich, kaputt gegangen. Klingt nach einem Neustart. Irgendwie hat Courseplay, glaube ich, sich mit dem Kurs da überworfen auf dem längste Kante fällt und so weiter und so fort. Ist aber auch nicht so schlimm. Die meisten stehen sowieso fast gerade rum.
Wir können relativ leicht wieder eingestellt werden. Er hier ist dann wahrscheinlich schuld. Ach, hat aber auch rund gemacht. Ne? Das ist natürlich für die Ecken auch nicht schön. Wenn man das hier sieht, da wird einiges überbleiben. Da muss man später das Vorgewende bestimmt selber abarbeiten. Einfach ein paar Mal machen, dann geht es irgendwann. Startrichtung habe ich wieder auf automatisch eingestellt gerade eben. Hoch runter, automatisch, und Bahnen scharf. So. Jetzt ging's. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. So, und der vorne ist der Startpunkt. Das passt auch gut. Da stehen wir hervorragend. Dann würde ich hier sagen, erster Wegpunkt. Und Spaß. Vorkommen aktiv. Genau, passt alles. Gut, da werden wir beobachten. Kann sein, dass wir sonst hier irgendwann mit einem Düngerunterstützer herkommen müssen. Holzfäller Diesel, den schicken wir da hin. Dann machen wir aber erstmal die ganzen anderen fertig, ne? Das kann da von alleine dahin fahren. Lehrpalette machen wir demnächst. Aber ihr seht schon, wir sind am Ende der Folge, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.